Billy, 24 Gams, 4 Seiten, keine Brücken und keine Restarts. Die Schritte. Wir beginnen mit dem rechten Fuß, einmal ein Gräbein nach rechts, seit, behind, seit und mit dem linken einen Scuff, das heißt der linke Fuß einmal über den Boden gezogen. Und jetzt mit dem linken, der ist frei, ein Gräbein nach links, seit, behind, seit und mit dem rechten einen Scuff nach vorn. Direkt von dem Scuff geht es ein Step nach vorn. Step. Links einen Scuff. Nochmal mit links vor. Step. Und mit dem rechten einen Scuff. Diesmal aber nicht nach vorn, sondern jetzt geht es nach hinten. Dreimal back. Das heißt drei Schritte zurück. Back. 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 Und der vierte Count ist einmal mit dem linken Fuß einen Hitch. Das heißt also das Knie. Ziehe ich einmal nach oben hoch, das ist der Hitch. Und von dem Hitch habe ich den linken Fuß ja immer noch frei. Den setze ich nach vorn ab. Rechts ein Lift, das heißt der Hacken kommt in Richtung Po. Einmal den Hacken hochgezogen, das ist der Lift. Mit dem rechten wieder absetzen, back, Gewicht auf den rechten Fuß. Links nochmal ein Hitch, das Knie nach oben. Und ganz zum Schluss gibt es einen Rockstep und eine Vierteldrehung. Das heißt, erstmal den Rockstep. Das Gewicht geht auf links, Rock, Recover. Das heißt, mein Gewicht ist am Ende auf rechts. Und jetzt geht es nochmal Step nach vorne und mit dem rechten einen Scuff mit einer Vierteldrehung über die linke Schulter. Das heißt, von dem Scuff drehe ich mich in die neue Seite, denn da beginnt sie auch schon. Das heißt, mit dem Scuff setze ich sofort den Fuß in den Gräbwein. Gräbwein, recht, Scuff und beginne die Seite von vorne. Das Ganze einmal mit Zählung. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.